Jawohl, der hat einen Fehler gemacht. Da schleichen wir doch vorbei. Oder auch nicht. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu Automobilista 2 Beta. Im heutigen Video seht ihr genau dasselbe wie im letzten Video, außer mit zwei kleinen Änderungen. Nämlich steht jetzt die Stärke der KI auf 110 und wir haben die besten Wetterbedingungen im Qualifying. Wir starten hier bei einer leicht eingummierten Strecke und das Wort habe ich aus dem Englischen abgeleitet. Ja, und das letzte Rennen war eigentlich ganz okay. Ich habe da den Dreher fabriziert, aber es war nicht so ein interessantes Rennen mit Zweikämpfen, wie ich es erlebt hatte, als die Kamera nicht lief. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen hoffe ich jetzt auf ein sehr, sehr geiles Rennen. Und hoffe auch, dass es jetzt mit der Qualifikation besser klappt. Was ich sehr, sehr schade finde in Automobilista. Man kann jetzt hier nicht in den Monitor gehen und irgendwie die Zeit beschleunigen. Ich dachte, am Anfang gäbe es da mal oder hätte es so zwei Pfeile gegeben, die man drücken konnte. Also da stand die Zeit, glaube ich, noch hier irgendwo. Und dann konnte man da drauf drücken und dann lief die Zeit schneller. In R-Faktor 2 kann man ja Steuerung X drücken und dann wird die Zeitmultiplikation abgespult quasi. Da läuft die Zeit doppelt so schnell oder dreimal so schnell. Keine Ahnung, was da genau der Wert ist. Auf jeden Fall kann man sich dann einfach zurücklehnen, kurz warten und dann kann man eben bei einer schon befahrenen Strecke ins Qualifying gehen. Und das geht hier leider nicht. Das nervt mich ein bisschen. Denn ich möchte jetzt nicht in Echtzeit 20 Minuten warten, bis die Strecke einen besseren Zustand hat. Naja, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach unsere 2-3 Ründchen hier im Qualifying. Und dann gehen wir ins Rennen. Ich mache hier wieder das Standard-Setup rein. Das hat sich im letzten Rennen eigentlich bewährt. Mit den harten Reifen. Wir können ja jetzt mal, damit wir schneller sind im Qualifying, bisschen Sprit rausmachen und dann geht's los. Und der Sound ist schon geil, muss ich sagen. War ich jetzt zu schnell? Ich hoffe nicht. Da bekommt man nämlich in Automobilista 2 ruckizucki eine Grid-Penalty. Ja, und der Kollege hier hinten macht schon mächtig Druck. Hallo, wir sind gerade auf unserer Outlap. Ja, fahr vorbei, komm. Was für ein Otto. Reifen sind noch kalt. Das ganze Fahrzeug möchte erstmal ein bisschen eingefahren werden. Der macht gleich Druck. Naja, schauen wir mal, was er davon hat. Wow, ein Grip-Niveau ist einfach mal sehr viel höher. Krass, was das ausmacht. Ihr habt es ja gesehen, ich habe Light Rubber ausgewählt, also eine leicht eingummierte Strecke. Warum um Himmels Willen war ich gerade im ersten Gang unterwegs? Jetzt Otto! Was machst du jetzt? Ah nee, geht immer noch nicht voll. Aber einmal kurz lupfen. Schade, ich habe gedacht, ich könnte so ein bisschen Windschatten erhaschen, um dann mit Überschuss in die Runde zu gehen. Aber gut, es bringt mir eh nichts. Ich muss dann eh hart bremsen. Und die KI fährt hier so eine geile Linie. Aber das kriege ich gar nicht hin. So schön zu fahren. Alles gut. Man muss hier so fahren. Man nimmt jeden Millimeter mit, den man umsonst kriegt.
find's gut, dass Otto so schnell ist wie ich ungefähr. Vielleicht können wir uns dann im Rennen duellieren. Bleib in, bleib in. Komm, Otto. Sei lieb. Oh, nee. Ich habe minimal lupfen müssen, was das ausmacht. Krass. Ja, und mit sanftem Bremsen kann man echt besser bremsen in Automobilista. Ich finde es cool. Ja, aber das war's eigentlich schon, oder? Platz 17 passt doch ganz gut, oder? Von 31. Ich fahre ihn mal an den Rand. Damit ich der KI hier keine Probleme bereite. Wow, 1,38 fahren die. Alles klar. Okay, mal gucken. Ich hoffe, ihr bleibt so. Dann skippen wir mal. Ja, also, 17. War ich nicht vorher auch 17? Ich glaube schon. Also, im letzten Rennen, im letzten Video. Natürlich nicht, dass es vorher aufgezeichnet wurde. Vor 10 Minuten oder so. Das kann natürlich nicht sein. Hier auf meinem Kanal. Oh, Sprit! Danke, dass ihr mich dran erinnert habt. Ich hab's gehört, wie ihr gerufen habt. Sprit, Sprit, geh in die Box hier. Setup. Dankeschön. Los geht's! Start voll verpennt, aber wieder die Kupplung abschmoren lassen. Und es bringt's halt echt, also wow. Wer klopft an? Sehr gut, wir haben 0% Schaden. Ich bleibe jetzt einfach mal außen. Schau, was der KI-Heini macht. Er zieht rein, das macht er gut, sehr schön. Immer noch innen. Er gibt nicht auf. Jetzt schlenkert er so ein bisschen rum hinter uns. Ich gucke gerade mehr in diese Radar-App rein als nach vorne. Vielleicht ein bisschen doof. Minimal angeeckt. Ich kann die Schnauze nicht einschätzen von unserem Vehikel. Sorry, da hast du offen lassen. Aber jetzt ist er auf der Innenseite. Oh Gott, wie hässlich. Eigentlich hätte ich die Wetterbedingungen so lassen sollen. Ich finde dieses diesige Wetter, finde ich fantastisch. So richtig ekelhaft. Ja, das ist meine Achillesferse hier, dieser erste Sektor. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer. Ach, komm. So, sorry, ich musste nach einem gewaltigen Bock von mir nochmal neu starten. Wir gehen nochmal ins Rennen rein hier. Start wieder verschlafen. Gerade eben hatte ich den auch schon verschlafen und habe wieder die Kupplung malträtiert. Gut, dass das Auto das mitmacht. Ganz schön knapp hier. So, die KI geht auf die Innenseite. Das ist schon mal gut.
Da bin ich vielleicht ein bisschen frech reingezogen, aber es ist die KI, die muss es ab. Die wurden dafür programmiert. Komm, komm, komm. Jetzt ist er natürlich innen. Der, den ich gerade überholt habe. Aber jetzt bin ich wieder innen. Haha. Gib nicht auf. Bleib weiter dran, der Kollege. Sehr gut. Oh, komm schon. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich hab's mal geschafft, gegen die KI zu bestehen in dieser Kurve. Ich freue mich. Großartig. So, was machen die drei vor uns? Nein, 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 nicht schon wieder. Ja klar, zieh vorbei. Hinter uns war gerade ein sehr übermotivierter Weißer oder Weißblauer. Der ist immer noch hochmotiviert. So macht die ganze Sache doch Spaß. Mich verwirrt ein bisschen in dieser Radar-App, dass die Fahrzeuge so quer stehen. So, unser erstes Push-to-Pass wurde aktiviert. Zieh, zieh, zieh. Sehr gut. Ich bleib wieder außen, dass ich dann danach innen bin. Also gegen den, der hinter mir fährt. Boah, komm. Komm, komm. Yes. Bisschen früher müsste ich noch bremsen, aber sonst war es jetzt ganz gut, mal die Kurve. In den letzten Runden war ich da viel zu schnell unterwegs. Und ich lasse mich unter Druck setzen. Jawohl, der hat einen Fehler gemacht. Da schleichen wir doch vorbei. Oder auch nicht. Das wird nichts. Nein, da zieht er vorbei. Da rächt er sich.
Hier lasse ich mich immer nervös machen von der KI. Wenn der mir nur einen leichten Schubser gibt, dann mache ich einen Abflug. Nein! Ich habe zu spät gepusht, du passt. Bedauerlich. Boah, das war maximaler Einsatz. Ich hätte keine Hundertstel später bremsen dürfen. Komm, Boost! Es war gerade komplett doof, in den zweiten Gang zu gehen. Zu ungeduldig gewesen. Auf der Innenseite, das war nicht gut, das Gras da mitzunehmen. Oh je, das wird hässlich. Was mache ich? Ja, auf dem Gras bremsen ist auch immer geil. So, vielleicht kann ich jetzt angreifen. Jawohl, der kommt zu weit raus. Er hat offen lassen. Aber jetzt ist er in. Aber jetzt bin ich in. Weltklasse. So, push to pass wieder. Oh nein, viel zu weit innen. So, Knöpfchen habe ich gefunden, bin stolz auf mich. Und dann geht's schon in die letzte Runde, aber es macht Spaß. Genauso war es vorher auch. Ich war absolut gefordert. Da hat mich die Motorbremse gerade gerettet. Und vielleicht hat mich der Vordermann auch ein bisschen abgebremst. Aber ich habe keinen Schaden davon getragen. Also muss die Berührung nicht allzu krass gewesen sein.
Na, bei dem reicht's leider nicht, schade. Wow, wow, wow. Sorry. Oh Mann, das regt mich jetzt auf. Das hätte nicht sein müssen. Schade. Ah. Aber das sind geile Rennen. Das sind einfach geile Rennen hier auf Interlagos. In der Stockcar 2021 Rennserie. Macht unheimlich viel Spaß. Weil man sich halt wirklich anstrengen muss. Und die KI halt angreift. Und die bleibt dran. Und wenn man Fehler macht, dann fährt sie vorbei. Echt Weltklasse. Sensationell. Aber ich ärgere mich über meinen eigenen Fehler. So dumm. Ein bisschen zu viel auf dem Gas gewesen da in der engen Kurve. Und dann kam Zack. Vielleicht hat mich auch einer angeschoben. Ich habe keine Ahnung. Hat sich zumindest nicht so angefühlt. Also war es eher eigenes Versagen. Jetzt werde ich aber angeschoben gerade. Jetzt komm, Schwarzer, fahr vorbei. Oh Mann. Sonst Reifen, Bremsen, sieht alles ganz gut aus. Kann man ja auch ein bisschen Blödsinn machen eigentlich. Nee, da rutscht er zu viel über die Vorderräder. Automobil Drifter. Jo, das war zu viel gedriftet da, oder wie es auch heißt. Oh Jungs, sorry. Moment, ich mach so. So, jetzt alle. Gehen wir mal zurück in die Box. Falsche Richtung. Ah, schade, wirklich schade. Mich ärgert es so mit dem Dreher. Es war echt ein geiles Rennen. Also 110er Stärke ist viel, viel besser. Vielleicht geht sogar noch ein bisschen mehr, dass ich noch mehr fighten muss da im Mittelfeld. Aber nach vorne habe ich keine Chance. Was sind die gefahren? 1.39.3, 1.39.4 und ich bin gefahren, ja, 1.39.2. Doch, 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 ich könnte schon mithalten mit denen vorne. Also was so die schnellste Runde anbelangt. Vielleicht hatte ich da aber auch Windschatten und einen Push-to-Pass. Das macht natürlich dann auch nochmal viel aus. Aber eher eben die vielleicht auch. Ja, aber ich fand es trotzdem ein geiles Rennen und ich hoffe ihr auch und bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch weiterhin ein paar wundervolle Tage und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.